von Pferden diskutiert. Im Westernreiten sagt man Choke and Load. Und da sagt Peter Kreinberg, ja, früher in der Kampagnenreiterei hieß das Bummeltragen und Bummelgalopp. Das Pferd runtertackt, dass er erstmal die Mechanik richtig macht, dass er ganz fluffig und balanciert in sich konzentriert arbeitet. Und wenn er dann ganz durchlässig ist, dann kann ich Gas geben. Ja? Und dann können Sie sehen, wenn er zappelt, geht er ein kleines bisschen hoch. Wenn er es brav macht, bleibt er bei seinem 60er Puls. Aber wenn so ein Pferd so strappelt und halb Schritt macht, ein bisschen Piaffe anbietet und sonstigen Blödsinn, dann denkt man ja immer, man überfordert ihn. Und das ist jetzt ein klares Zeichen, dass das nicht der Fall ist. Er hat uns ganz elegant an der Nase hochgeführt. Mehr übertreten lassen. Du merkst, er versucht immer so ein bisschen sich rauszulösen. Und wo du ihm helfen kannst, ist, du merkst, er wird so ein bisschen spannend, dass du ihn so ein kleines bisschen erholen kannst. Dass du ihn so ein kleines bisschen über die äußere Schulter kippen lässt. Und wenn er dann wieder schön dort ist, dann machst du dieses Hintertürchen wieder langsam zu. Schön bleiben, wenn er so hoch kommt, so ganz ruhig mit dem Bein ein bisschen vordrehen. Genau. Sehr schön. Wieder auf die andere Hand zurück. Und ganz langsam fließen. Nur so ganz fein am Zügel den Oberkörper nach vorne holen. Genau. Und ganz langsam, ganz luftig. Genau. Das ist dann so langsam und so fluffig, dass man es eigentlich kaum mehr leicht haben kann. Aber man muss es leicht haben, weil man über den Takt den Rhythmus vorgeht. Und ich das Pferd nicht an der Hand verlangsamen muss, sondern ich verlangsame ihn dadurch, dass ich einfach langsamer aufstehe. Ich gebe ihm den Bewegungstakt vor. Pferde reagieren sehr, sehr schön auf Takt. Gut so. Und jetzt immer wieder zwei, drei Tritte übertreten lassen. Und was müssen wir beim Travers, auf was müssen wir achten? Dass die Hohlbildung bleibt. Das Seitwärts ist nicht wichtig. Die Rippe muss her. Ne? Das innere Hinterbein. Da sehen wir nämlich gleich, dass der Impuls ein bisschen hoch geht. Wieder vor. Nochmal innere Hand hoch. Erst das innere Gewicht holen, ein bisschen telefonieren innen, Mausezeichen geben und dann geht erst die äußere Schulter zurück. Ja, das ist ganz wichtig, meine Damen und Herren. Die Traversale
dann ist man die Qualität nicht an dem Maß des Seitwärts ab, sondern an der Korrektheit der Biegung. Weil wenn er sich in der Rippe schön biegt, dann kommt die innere Hüfte vor und das innere Hinterbein wird aktiv. Und dieses aktive innere Hinterbein, das ist das Wichtige an der Traversale und an der Travierarbeit. Wenn Sie an den Warmblüter von eben denken, Anja hat immer ein kleines bisschen den Fehler gemacht, dass sie oft gedrückt hat. Und hat so die Hinterhand hinten reingedrückt. Und dann reißt der Schuh ab. Und wieder ins Travers. Und eben mal diese schöne, lockere Bewegung. Ein bisschen innere Hand hoch und telefonieren. Jawohl. Und das ist zum Beispiel jetzt so eine logische Schlussfolgerung. Das ist auch das Thema mit der Trab-Fassade, was wir vorhin gemacht haben. Ich erarbeite die Pirouette im Trab. Und er bittet freundlich und auf Knien, dass er angaloppieren darf. Und somit mache ich eine ganz schwere Übung ganz leicht. Ja? Und der Vorteil, den Zug in die Hand bekommt vom Pferd, dass das Pferd das Gebiss nimmt und ganz leicht daran zieht. Und egal, ob der mit der Nase da oben oder da unten zwischen den Vorderbeinen ist, und das ist ganz wichtig, gerade in Zeiten der Rollkur und der ganzen Diskussion darüber, ja, ich muss das Pferd da abholen, wo es ist. Es ist Augenwischerei zu sagen, ein Pferd, das zu eng geritten ist, das merken wir am langen Zügel. Ja? Das ist sich selbst betrogen, weil in dem Moment, wo ich den Zügel wieder annehme, saust die Nase wieder zurück, weil er hat immer noch nicht gelernt, durch den Körper an die Hand zu arbeiten. Und er wird es auch in der Schlapperleine nicht lernen, sondern ich muss dann den Mut haben, wenn er seine Hinterbeine beobachten möchte, dass ich ihn so eng reite, vielleicht noch einen kleinen Tick enger, als er selber geht, aber fair und fein. Und dann kriege ich da unten irgendwo mal so ein Gefühl von Zug. Und wenn ich dann mit Bein treibe, merke ich, es kommt in der Hand an. Da unten zwar, aber es kommt an. Und dieser kleine Millimeter Zugsteigerung, den kann ich dann nach vorne geben. Und dann treibe ich wieder an die Hand. Kriege ich wieder mehr Druck, kann ich wieder diesen kleinen Millimeter mehr Zug nach vorne geben. Und dann bleibt mein Pferd immer bei mir, arbeitet immer durch den Körper und dann kann ich es am Anfang, kann ich es ganz sicher nach vorne reiten. Nach vorne reiten heißt nämlich vom Schenkel zur Hand und nicht Kilometer pro Stunde. Ja? Aber man muss auch den Mut haben, auch wenn Magazine was anderes schreiben. Ja? Man darf sich nicht irre machen lassen. Eine Rollkur ist nicht, wenn das Pferd zu tief und zu eng geht, sondern die Art und Weise, wie er dahin gekommen ist. Ein Pferd, das in der Lende und im Hinterbein schwach ist, rollt sich entweder, wenn er einen geraden Rücken hat, macht er so, und wenn er einen weichen Rücken hat, taucht er mir weg. Ja, die ganze Barockabteilung macht das. Und dann muss ich genau so arbeiten, aber ich muss ihn da abholen, wo er ist. Sonst kommen sie nie dahin, wo sie hinwollen. Egal, was die Leute auf der Galerie sagen. Ohne diesen feinen Zug entsteht kein feines Reiten. So, mach ihn gerade und galoppiere ihn an, indem dass du ihn aus dem Bummeltrab nochmal zurücknimmst. Ist er in der Geschwindigkeit langsamer geworden? Fangen wir wieder ein.